Das Redmi Note 8 haben wir uns letztens immer im Unboxing angeguckt. Ich bin auch schon ein bisschen auf die Details eingegangen, auf die Kamera etc. Aber heute vertiefen wir das Ganze in meinem Review. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Vergesst bitte nicht, den Abo-Button und den Like-Button zu drücken. Auf geht's! Das Redmi Note 8 kommt mit einem 6,3 Zoll großen IPS-Display daher. Es hat eine Full HD Plus Auflösung mit 2340x1080 Pixeln. Oben haben wir eine Waterdrop Notch, die ist für die Frontkamera zuständig. Des Weiteren besitzt das Gerät den Snapdragon 665. Das Design des Gerätes gefällt mir echt gut, es ist wirklich gelungen. Die Glasscheiben vorne und hinten gehen schön in den Rahmen über. Es sind aber keine Rundungen wie bei anderen Geräten, sondern das ist mehr so ein glatter Übergang. Das gefällt mir wirklich gut, ein schöner Akzent. Das Note 8 besitzt vorne und hinten Gorilla Glass 5. Der Rahmen ringsrum besteht aus Kunststoff. Er ist aber schön lackiert, sodass man das quasi überhaupt nicht sieht. Man merkt auch gar nicht, dass es Kunststoff ist. Das Gerät ist relativ stabil und verwindungssteif. Leider steht bei dem Gerät die Kamera relativ weit hinten heraus. Das kann man zwar ein bisschen kaschieren mit der mitgelieferten Silikonhülle, aber leider ist es, selbst wenn man die drauf hat, hinten immer noch so ein kleiner Absatz, dass wenn ihr das Gerät auf den Tisch legt, es immer noch kippelt und wackelt. Das ist schade. Auf dem Redmi-Gerät hinten sehen wir die 48-Megapixel-Hauptkamera sowie die 8-Megapixel-Weitwinkelkamera, eine 2-Megapixel-Makrolinse und eine 2-Megapixel-Linse für die Tiefenschärfe oder für die Porträtaufnahmen. Das Gerät besitzt einen USB-C-Ladeport, daneben leider nur einen Monolautsprecher. Daneben wiederum zwei Mikrofone und natürlich einen 3,5 mm Klinkenanschluss, der mittlerweile sehr selten geworden ist. Im Lieferumfang ist leider nur ein 10 Watt Netzteil integriert, mit dem ihr leider das Gerät nur innerhalb von 2 bis 2 Stunden 15 Minuten wieder aufladen könnt. Wenn ihr Quick Charge wollt, müsst ihr euch ein stärkeres Gerät holen, was dann die 18 Watt quasi unterstützt, die das Gerät auch unterstützt kann. Und da ladet ihr das Gerät dann in circa 1,5 Stunden auf. Mit 190 Gramm ist das Gerät nicht zu leicht und nicht zu schwer, also genau richtig, allgemeiner Durchschnitt. Das Gerät besitzt auf der Rückseite einen Fingerabdruckscanner und vorne ist auch Face Unlock über die kleine Tropfen-Notch möglich. Der Fingerabdruckscanner von dem Gerät funktioniert sehr schnell. Er ist dem Xiaomi Mi 9 Lite deutlich überlegen. Er ist aber sehr flach nur im Gehäuse hinten integriert. Dementsprechend kann man ihn öfter mal verfehlen. Kommen wir zur Konnektivität. Alle Wi-Fi-Bänder sind vorhanden bis zu AC. Bluetooth sind wir mit 4.2 unterwegs. Nur NFC ist nicht vorhanden. Das gibt es nur im 8T-Modell. Auch beim SIM-Kartenschlitten hat sich Redmi nicht lumpen lassen. Ein Dual-SIM-Slot inklusive Speichererweiterung sind hier vorhanden. Top gemacht. Wie ihr seht, hat das Gerät auch einen schönen Dark-Modus. Das heißt, die ganzen Einstellungen, alles ist auch schön im Dunkel hinterlegt. Auch wenn das jetzt bei diesem Display natürlich keinen Sinn macht, zwecks Akku sparen. Das macht es nur beim AMOLED-Display, aber trotzdem gefällt mir irgendwie der dunkle Hintergrund besser. Hast halt mehr Kontraste und siehst auch die Schrift deutlich besser. Es gibt viel einzustellen, gerade für die Hintergründe, für den Startbildschirm, für die Sperrbildschirme und das Display. Man kann auswählen, ob man mit den Swipe-Gesten, so wie ich das jetzt hier eingerichtet hat, arbeiten möchte oder ob man hier unten diese drei Buttons wieder angezeigt haben möchte. Man kann einstellen, ob der Fingerabdruckscanner benutzt wird oder das Face Unlock. Oder ob man hier mit dieser Double Tap to Wake-Geste das Gerät entsperrt oder erweckt. Also es ist wirklich ein umfangreiches System. Man hat wirklich sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Für manche ist es vielleicht schon zu viel. Aber grundsätzlich muss ich sagen, das Gerät läuft genauso flüssig wie das Mi 9 Lite. Da gibt es kaum Unterschiede zum Snapdragon 710. Der ist natürlich wahrscheinlich, wenn man jetzt AnTuTu anmacht, doch schon etwas besser noch. Aber rein jetzt von der aktuellen Tagesperformance, sage ich mal, für den täglichen Gebrauch gibt es da keine großen Unterschiede.
Der AnTuTu-Wert, den kann ich euch nochmal nachreichen. Das ist, glaube ich, um die 140.000 Punkte. Also es ist durchaus ein sehr zügiges Gerät, sagen wir es mal so. Bei guten Lichtbedingungen funktioniert die Kantenerkennung in der Frontkamera hervorragend, auch bei der Hauptkamera gar keine Probleme, auch im Hintergrund der blaue Himmel ist gut zu erkennen. Bei der Videokamera ist die Stabilisierung leider nicht besonders gut, man sieht durchaus, wenn man läuft, dass das Gerät oder das Bild wackelt. Im Makromodus gehen leider viele Details verloren, da muss Redmi bitte nochmal an der Software nacharbeiten. Anders im Standardmodus, dort sind viele Details und Feinheiten zu erkennen. Im Weitwinkelmodus verzerrt das Bild links und rechts doch stark und es geht einher mit Unschärfe. Ich lasse euch jetzt mal alleine mit ein paar Videos und Fotos. Ich blende noch ein paar ein und wir sehen uns dann beim Fazit zu dem Gerät wieder. Bis dann. Fazit zum Redmi Note 8. Display ist wirklich toll, ihr habt einen super Akku, ihr habt eine Kamera, die bei Tageslicht auch super Bilder macht, auch Videos, gar kein Problem. Ihr habt einen super schnellen Fingerabdruckscanner, ihr habt hier unten einen 3,5 mm Klinkeanschluss, was die wenigsten Geräte heutzutage haben. Ihr habt eine Dual-SIM mit Speichererweiterung, das haben auch wenige Geräte, also von daher kann man das Gerät durchaus empfehlen. Wie gesagt, wenn ihr nicht unbedingt Wert auf die allerbeste Kamera legt, dann seid ihr mit dem Gerät wirklich gut bedient. Die Verarbeitung, alles auf einem ganz hohen Niveau. Was will man noch mehr? Also, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, tut den Like-Button bitte drücken und natürlich auch den Abo-Button. Das wäre echt schön von euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.